Es ist so schön, 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 beim SV Atlas zu sein. Das erste Mal schießt Atlas 2 Tore in einem Regionalligaspiel. Das ist eigentlich die gute Nachricht des Tages. Die schlechte, es hat trotzdem zum Sieg nicht gereicht. Ja, das Zustandekommen der Tore ist sehr, sehr ärgerlich. Gerade die ersten beiden, wie der Eckball zustande kommt, sehr, sehr unnötig. Beim zweiten, wo der Freistoß schon ausgeführt wird und wir noch dabei sind, uns da umzudrehen. Das ist im Moment brutal, was wir jetzt gerade alles an Konsequenz unserer eigenen Fehler entgegenkriegen. Das ist weiterhin ein Lernprozess. Uns muss noch viel, viel klarer sein, dass kleine Fehler und kleinste Fehler nicht nur ausgenutzt werden, sondern auch zu Toren umgemünzt werden. Und das ist jetzt schon wieder so ein Spiel gewesen, wo ich in vielen Phasen auch zufrieden war, weil ich schon finde, dass wir versucht haben, auf einem schwierigen Acker wirklich vernünftig Fußball zu spielen und das auch immer wieder sehr, sehr gut gemacht haben. Aber dann fehlt uns auch im letzten Drittel dann manchmal das Quäntchen Glück, dann vernünftig schnell vorzukommen, vor den Gegenspielern mitzukommen. Der ein oder andere unglückliche Abschluss oder vielleicht die Idee dann querzulegen, um dann auch das dann vielleicht eine bisschen kleinere Fehlentscheidung, anstatt den Ball dann selbst aufs Tor zu schießen, und dann will man Team nennt, wie man ist, dann den Ball noch mal querlegen. Ärgerlich und sehr, sehr frustrierend. Was speziell muss die Mannschaft dann aber auch relativ schnell lernen? Ja, wir sind noch zu sorglos. Wir spielen guten Ball nach vorne, haben aber dann vielleicht die fehlende Absicherung nicht dabei, schaffen es nicht, die hintere Reihe schnell genug weiter nach vorne zu schieben, wenn wir dann schon ins letzte Drittel kommen.
bedeutet, dass wir immer dann natürlich auch den Gegner einen großen Raum lassen, wo man reinspielen kann. Und da müssen wir noch viel, viel konsequenter die Räume schließen, müssen generell noch viel, viel kompakter auf dem ganzen Platz, sowohl defensiv wie auch offensiv, die Räume einfach noch besser zustellen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der jetzt natürlich durch solche Niederlagen immer wieder erschwert wird. Wobei ich nach wie vor auf eine Truppe treffe, die unglaublich danach eifert, jetzt auch weiter oder endlich dann den ersten Dreier zu holen. Wenn man nicht gewonnen hat, macht es nicht so viel Spaß, über ein Traumtor zu sprechen, aber trotzdem, Dimi Verfelis hat eins geschossen. Wie hast du es erlebt? Ja, ist Dimi, der ist auch ein bisschen schlitzaurig und hat heute, finde ich, auch sehr präsent vorne gewirkt, hat viele Bälle immer wieder gut festgemacht, auch seine Nebenleute gefunden. Und dann hat er natürlich ein sehr, sehr schönes Tor gemacht. Aber es ist natürlich dann leicht auch ausgeglichen durch das 3-2, was plaschte dann auch sehr, sehr vernünftig rein. Am Mittwoch geht es schon weiter. Eigentlich ganz gut immer, dass man schnell die Möglichkeit hat, das aus den Köpfen zu kriegen. Neues Spiel, neue Möglichkeit, den ersten Dreier zu landen. Wie wichtig wäre der jetzt in dieser Phase? Wir haben von Anfang an gesagt, dass in dieser Woche wir das Maximum rausfahren wollen. Jetzt haben wir den ersten Nackenschlag gekriegt und jetzt geht es gegen HSC. Weiter probiert man wieder die Jungs natürlich dann ein Stück weit aufzubauen. Und dann geht es Vollgas gegen HSC. Da wollen wir den ersten Dreier holen. Demi, es hätte ein richtig schöner Tag werden können heute, weil du, glaube ich, ein Tor geschossen hast, was man nicht jeden Tag aus dem Fuß haut. Trotzdem hat Atlas dieses Spiel verloren. Was fehlt der Mannschaft im Moment, um die 3 Punkte zu holen? Ja, es ist schwierig, was zu sagen. Du hast erwähnt, war ein schönes Tor. Trotzdem kann man das Tor nicht so feiern. Hätte man 3 Punkte geholt, dann wäre, glaube ich, die Rückfahrt krass gewesen. Ja, was fehlt der Mannschaft? Ich weiß nicht, uns fehlen, glaube ich, ein bisschen die Worte. Weil wir spielen keinen schlechten Fußball, verlieren trotzdem, sammeln keine Punkte. Wie gesagt, es fehlen ein bisschen die Worte. Trotzdem können wir mal auf Ursachenforschung gehen. 3-mal in Rückstand geraten, da wird es natürlich dann auch relativ schwer. Was sind das für Tore, die ihr kriegt? Ja, du erwähnst es schon. Wir machen ziemlich oft Fehler, die dann direkt auch bestraft werden. Das erste Tor ist ein bisschen unglücklich, das zweite Tor auch, da sind wir nicht wach. Ja, und das dritte Tor war einfach, hat einfach so dazugehört, haut in den Winkel und dann war Feierabend, danach ging nichts mehr. Damit sind wir beim schönen Tor. Das war ohne Zweifel ein ziemlich schönes Tor, was Hildesheim zum Sieg gebracht hat. Aber nochmal zurück zu deinem. In deinem Ranking deiner schönsten Tore, wo gehört das hin? Nummer 1. Dann musst du uns ungefähr schildern, was du im Kopf hattest, als du das Ding einfach mal aufs Tor geknallt hast, aus dieser Entfernung. Weißt du überhaupt, wie weit es weg war? Ich habe keine Ahnung, wie viele Meter das waren, aber ich habe den Ball bekommen. Ich habe auch einen Kopf geschaut, wo ich stehe. Man hat immer gesehen, dass er hat. Hattest du ein bisschen den Wind auf dem Hinterkopf, der ja sehr stürmisch war, aus eurer Sicht in Richtung Hildesheimer Tor? Nee, ich habe gar nicht daran gedacht. Es war so, dass der Platz war nicht so gut. Der Ball war irgendwie auch wirklich komisch. Und den dann einfach runterzunehmen. Und ich weiß, ich habe einfach gedacht, schieß doch mal. Und dann ist es so reingegangen. Die nächste Möglichkeit, endlich zu gewinnen, ist dann schon am Mittwoch gegen den HSC. Die haben noch ein bisschen weniger Punkte als wir. Was macht dich zuversichtlich, dass die Mannschaft da den Bock umstößt? Wir haben schon einige Chancen. Wir müssen einfach dranbleiben und ja. Einfach dran. Stell dich ein, ob es beim Spiel ist oder.